So, und ich habe gerade gesehen, wir haben jetzt hier ein Doppelspiel gegen Stoke. Erstmal gegen Barnsley und dann League Cup. Und wo sind wir eigentlich in der Tabelle? Vierter! Wir sind durch ein Unentschieden hochgekommen. Okay, wir sind Vierter. Das wäre Champions League Platz und das ist total okay. Wäre ich total mit zufrieden. Stoke City, die unentschieden Spieler, die spielen ganz schön viel Unentschieden. Okay. Geht. So. Vielleicht wird es jetzt mal wieder was mit dem Sieg. Da hätten wir 10 Punkte. Damit könnte ich nach 5 Spielen doch gut leben. Tim Cahill. Mit dem kann ich nicht leben. Nee. Peter Crouch, der lange, hässliche Mann. Ich hasse diesen Typi. Der hat es geschafft, so... Jetzt wisst ihr, warum ich ihn hasse. Die Bischi spielt für Stoke City. Hätte lieber bei Lil bleiben sollen. Da ist Lil doch besser, finde ich. Wenn es überhaupt der ist, da ist wieder der lange, hässliche Peter Crouch. Voll korrekt geklärt. Schon wieder die Bischi. Ich glaube, irgendwie ist es nicht der die Bischi, weil der hat irgendwie eine seltsam andere Hautfarbe. Das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Nicht mit mir. Pennant! Whitehead! Pennant! Und Begovic mit Glanzparade gegen Downing. Johnson. Bellamy. Steven Gerrard. Egger. Pennant. Whitehead. Thiago. Aber nicht der Thiago. Von Barca. Schön. Pennant. Durch. Pennant. Und er schießt einfach keine Tore. Ich schmeiß den Kerl raus. Er macht alles gut. Alles. Bis zum Abschluss. Und dann wird's grauenhaft. Ja, oder unglücklich. Heilige Fresse, Tim Cahill. Der war zwar nicht so, der war auch nicht einfach zu nehmen. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn er den irgendwie ganz anders in dem Moment nicht reingehauen hätte. Trotzdem natürlich bitter. Aber immerhin noch verständlich. Cahill. Skrtel. Wo der Suarez denkt, hinzupassen, verstehe ich nicht. Es war doch ein ganz einfacher Pass, aber Suarez dachte sich, nein, ich mache total umständlich und spiele den irgendwo hin. Pepe Reina. Ja, ich bin gerade irgendwie... Keine Ahnung, weiß nicht. Bin leicht geschockt. Glenn. Warum? Warum jetzt? Jetzt, wo ich meinen schönen Konter starte. Wer ist es? Bellen. Immer meine Flügelspieler. Es ist schlimm. Bis jetzt habe ich null Glück in diesem LP. Boah, die sind ja beide langsam wie Sau. Ich habe null Glück in diesem LP. Es ist nicht mehr feierlich. Danke. Boah, Alter. Nein, war die falsche Taste. Zum Glück wird da draus erstmal nichts.
Luis Suarez, meine Allzweckwaffe. Ja, wen soll ich da geben? Einen total verlangsamten Dirk Kuyt? Oder vielleicht doch eher einen nie treffenden Dirk Pennant? Grad. Stuart Downing. Suarez. Was ist das gerade? Was ist da jetzt gerade das Problem? Wilson. Ja, nee, ist klar. Der eine schmeißt den anderen um und haben alle Spaß. Freistoß. Gute Position. Vielleicht jetzt mal mit meinen Freistoßkünsten. Halbzeit. Toll, ne? Super schön die erste Halbzeit. Nicht wirklich. Ja, nee, ist klar, von vorne. Von vorne meinen Spieler töten. Von vorne getötet. Ich verlange Freispruch. Stellt euch vor, das würde wirklich jemand machen. Hat so einen Typi getötet, sagt, ich habe ihn von vorne getötet. Freispruch. Wirklich. Mir fehlen meine ganzen Flügelflitzer, McGeady, Bellamy, fehlen alle. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil sie verletzt sind. Weil irgendwelche dummen Typis die ganze Zeit denken, hey, wir verletzen Spieler. Macht voll Spaß. Was? Das war kein Abseits? Oh, Mann. Ich sollte vielleicht doch erstmal öfter ein bisschen mehr laufen und warten, ob es wirklich Abseits ist. Ja, Pennant. Er schießt keine Tore. Ich bin mit allem zufrieden, was er tut. Aber der Abschluss. Warum nicht? Er hat allein schon so viele Chancen. Dafür kann man erstmal ein paar Spiele mit füttern. Paar mehr Chancen wieder, aber Gerard, nee, Gerard ist gerade ganz wichtig für mich. Suarez genauso wichtig. Ich kann hier gerade niemanden rausnehmen. Downing.
Und noch ein Kelly für Johnson. Mehr kann ich gerade nicht rausnehmen. Bei bestem Willen nicht. Ich brauche die. Und dann auch noch so eine Und jetzt ist Suarez verletzt. Wollt ihr mich denn alle verarschen? Wie unglücklich bin ich denn? Ich krieg hier noch ein Horn. Kann ich denn nicht einmal Glück haben? Anscheinend nicht. Wenn der jetzt auch noch verletzt ist, dann weiß ich nicht, ob ich dieses Let's Play je hochladen werde. Weil es mir dann doch langsam ganz schön auf den Keks geht. Elfmeter. Boom! Gerard! Ha! Jetzt muss Gerard raus. Rodriguez. Oh, scheiße, ich kann nicht mehr wechseln. Okay. Egal. Da muss halt Gerard durchspielen. Für genau sowas bräuchte Gerard. Er ist halt einfach ganz sicher vom Punkt und von hinten kann er mal halt richtig hart abziehen und ja. Und für sowas braucht man halt, wenn man hinten liegt. Das ist ganz wichtig. Das haben wir jetzt auch eindeutig verdient hier. Woodgate war der Übeltäter. Werde ich endlich belohnt dafür, dass ich immer die Bäume mag. Woodgate. Ja. Vielen Dank, lieber Baum. Der große Baum. Ja, ja. Ein Unentschieden. Kann ich damit leben? Ja. Ich muss damit leben. So will ich es ausdrücken. Das passt da ganz gut. Ja, das ist für mich ein Wurf, denke ich, weil er hat, glaube ich, die letzten Fuß noch dran gehabt. Nein, doch nicht. Aber hat er sah es nur so aus. War das jetzt für mich? Nein, natürlich auch nicht. Okay, Jones, nochmal meilenweit drüber. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Es ist so ein Scheiß. Ich hasse es. Ich hätte einfach weit abstoßen sollen. Immer der gleiche Kack. Es ist immer das Gleiche, was mir mein ganzes Spiel verdirbt. So unglaubliche Kopfballschwäche. Weit, einfach weit, weit weg. So ein Kack. Unverdient wieder. Muss ich da noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Ja. Okay. Drei Monate Bälle mehr. Ach, ihr könnt mich doch alle. Lecken.
Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.